guck mal, der Rhein. Also herrlich. So ein Büro hätte ich auch gerne, weißt du. Von hier oben kann man das ganze Rheinland überblicken. Also wunderbar. Herr Ministerpräsident, Sie sehen schon, wir sind neidisch. Aber ich muss sagen, wir gönnen es Ihnen. Wir sind ja auch dankbar, dass Sie uns heute in dieser Atmosphäre hier als Vorstand des Heimatvereins Rhenania begrüßen. Und wir haben nur ein paar Fragen an Sie. Ich finde, Sie haben den schönsten Beruf der Welt. Sie dürfen das Rheinland regieren, auch wenn Westfalen auch noch mit dran hängt. Ja, das ist stimmt. Das ist natürlich furchtbar. Aber Sie schaffen es ja offensichtlich, Westfalen zu integrieren. Sie sind ja eigentlich aus Aachen. Und Aachen liegt ja auch im, gut, wenn auch am Rande, aber immerhin noch im Rheinland. Und ich denke mal, dass gerade diese Grenzerfahrung hilfreich war beim Umgang mit der Integration fremder Völker. Was bedeutet für Sie das Rheinland? Vor allen Dingen, warum ist es am Rhein so schön? Also in der Tat ist das übrigens der alte historische Sitz der rheinischen Provinzialverwaltung. Schon 1909 saß hier der Landeshauptmann, ja. Horion hieß der. Und der hat von hier das Rheinland regiert, quasi die alte Rheinprovinz mit Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Alles das gehörte damals zur Rheinprovinz. Das wurde dann nach dem Zweiten Weltkrieg anders. Und ja, das Rheinland ist geprägt worden durch den großen Fluss, wo Menschen immer wieder sich angesiedelt haben. Aus allen Herrenländern sind sie gekommen. Und das macht die Vielfalt des Rheinlands aus. Das stimmt. Bis heute. Ja, bis heute natürlich. Und diese Geschichte hat natürlich Spuren hinterlassen. Und die wurden ja alle gesammelt im LVR-Museum in Bonn. Und das ja nun, seit nunmehr 200 Jahren. Und das feiern wir ja in diesem Jahr. Ne? Ja, das ist das besondere Jubiläum. 200 Jahre. Da denkt man natürlich an die Zeit nach dem Wiener Kongress. Da kam das Rheinland zu Preußen. Ja. Toll fand das hier keiner. Aber die Preußen haben doch manches hinterlassen. Sie haben den Dom fertig gebaut in Köln, sie haben das Museum ermöglicht und manches andere auch. Ja, richtig. Aber erstmal mussten sie es ja besetzen. Nicht? Das darf man nicht verschweigen. Das war so angenehm, war es nur wirklich nicht. Also, ne? Auch wenn man muss ja mal so sagen, der kulturelle Reichtum der preußischen Rheinprovinz hat ja das, also dem preußischen Reich erst historische Tiefe gegeben. Ja? Natürlich. Das ist ja so, wenn man hier in der Gegend mit dem Spaten in den Acker stößt, da findest du immer etwas Bedeutendes, Archäologisches. Wenn du das in der Sandbüchse in Brandenburg machst, ja, da, ja, abgenagte Wildschweinknochen, sonst kommt ja nichts mehr raus. Ne? Das ist ja doch das. Das ist so. Also Preußen hat durch das Rheinland eine kulturelle Bereicherung erlebt. Ja, richtig. Und das sagen wir denen ja auch heute noch manchmal, dass hier im Westen am Rhein seit Jahrtausenden Kultur war und dass uns das auch bis heute prägt und dass wir auch darauf stolz sind. Die ganzen Traditionen sind natürlich jetzt, deshalb reden wir ja darüber, im Landesmuseum in Bonn, werden ja dort ausgestellt, derzeit sind die zu besichtigen. Und das ist das Schöne, dass eine Geburtstagsfeier sozusagen auch dazu geführt hat, dass das Museum vollkommen neu ausgebaut worden ist. Ja, das Museum ist schön geworden und ich bin nicht sicher, ob alle Rheinländer schon da waren. Und deshalb ist das eine gute Gelegenheit, jetzt dieses Jubiläumsjahr zu nutzen, da mal hinzufahren, die eigene Geschichte kennenzulernen. Und es ist spannend. Ja, ja, und dort auch in Bonn eben, nicht? Wo man auch den wohl ältesten bekannten Einwohner unseres Landes besichtigen kann, obwohl der ja gar nicht in Bonn gefunden worden ist. Der älteste? Ja. Der uns in der ganzen Welt bekannt gemacht hat, der ist gefunden worden nicht am Rhein, sondern auf der anderen Seite im Neandertal. Und das ist der Neandertaler, der bis heute dieses kleine Tal näher zu Düsseldorf als zu Köln und Bonn, der da in der Welt bekannt geworden ist. Ja, genau. Und da fahren wir jetzt hin. Herzlichen Dank. Du, es will mir partout nicht in den Kopf, wieso der Neandertaler sich für die rechte Rheinseite entschieden hat. Vielleicht hat er es ja gemacht wie der Adenauer. Gelebt hat er auf der linken Rheinseite und nur zum Sterben ist er rüber auf die rechte. Über den Jordan quasi. Ne?
Nein. Der Adenauer wohnte schon zu Lebzeiten auf der rechten Seite, in Rhöndorf, weil er erst von da aus den Blick auf die schöne linke, also die richtige Rheinseite, erst wirklich genießen konnte. Ne? Vielleicht hat der Rhein es ja entschieden. Weißt du, womöglich lag der Neandertaler ja ursprünglich auf der linken Rheinseite. Verstehst du? Und erst nach der Gründung von Düsseldorf hat der Rhein gesagt, das ist aber Schluss. Ne, hat wie so oft sein Bett gewechselt und sich dazwischen geworfen, um uns vor den Düsseldorfern zu schützen. So war es womöglich. Ja, so muss es gewesen sein. Kann ja sein, kann ja. Frau Offenmann, Sie sind Direktorin des Neandertaler Museums. Sie können uns wohl am besten erklären, welchen Zufall wir es zu verdanken haben, dass wir heute der Menschheit ihren wohl berühmtesten Vorfahren so zeigen können. Wo hat er denn eigentlich gelegen? Das muss ich doch vorweg fragen. Ich dachte immer, es wäre ein Hang gewesen. Also mit Blick auf die linke Rheinseite. Das war meine Vorstellung immer. Ja, mit Zeitmaschine würden wir hier ja tatsächlich in einem Felsen sitzen. Dies war eine schmale Schlucht und etwa 20 Meter über uns war eine kleine Höhle, die Feldhofer Grotte. Und 1856 haben Steinbrucharbeiter diese Höhle leer geschaufelt und dabei in dem Höhlenlehm Knochen entdeckt. Und es sind eigentlich mehrere Zufälle, denen es zu verdanken ist, dass diese Knochen erhalten geblieben sind und dass sie nach ihnen die ganze Menschenart, auch Neandertaler, benannt wurde. Denn sie haben diese Knochen aufgelesen, sie haben sie dem Steinbruchbesitzer gegeben und der hat auch gedacht, das könnte ja tatsächlich was sein, vielleicht ein alter Höhlenbär oder so etwas, und kannte den Naturforscher Johann Karl Fuhlrott in Elberfeld und dem hat er die Knochen zur Begutachtung übergeben. Und das sind diese vielen Zufälle, die ineinander gespielt haben, dass diese Knochen erhalten sind und dass dann nach ihnen eine ganze Menschenart tatsächlich nach diesem kleinen Tal benannt wurde. Ja, das ist ja verrückt. Aber die sind ja jetzt in Bonn gelandet, die Knochen. Die sind ja gar nicht mehr hier. Ja, die sind von den Nachfahren Fuhlrotts, der als der Entdecker gilt, nach Bonn verkauft worden ins Museum. Wir haben hier den Ort, wir bewahren den Ort und erzählen in unserem Museum an diesem Ort Menschheitsgeschichte. Und in Bonn werden die Knochen aufbewahrt. Und das ist eine sehr gute Zusammenarbeit zwischen den Häusern, das passt gut. Wir vermitteln gemeinsam, kann man sagen, das Erbe des Neandertalers. Und Sie, Herr Uhlenberg, Sie kommen von der NRW-Stiftung. Sie haben jetzt diesen Neandertaler, diesen Menschen, diesen Mann, den man da gefunden hat, also diesen Knochenmann gefunden hat, nachbauen. Ja, hier geht es ja um die berühmtesten Rheinländer heute und in der nächsten Zeit. Und deswegen die neue Dauerausstellung, die wir von Seiten der NRW-Stiftung auch unterstützt haben. Und das ist eine originäre Aufgabe der NRW-Stiftung. Wir setzen uns ein in Nordrhein-Westfalen seit einigen Jahrzehnten für die Natur, aber auch für die Kultur, für ein Kulturgut. Und ist heute hier ein Kulturgut und da sind wir gerne dabei. Wieso reden eigentlich immer alle vom Neandertaler? Also es ist ja, sind ja woanders auch ähnliche Knochen gefunden worden, zum Teil sogar früher. Aber die heißen auf einmal alle Neandertaler. Ja, das sind die ersten bekannt gewordenen Knochen. Und nach denen ist dann diese Menschenart tatsächlich Homo sapiens neandertalensis benannt worden, nach diesem Tal. Es gibt tatsächlich ältere Funde, die hat man aber erst später bekannt gemacht. Es gab ältere Funde aus Belgien, aus Gibraltar, die aber erst später bekannt wurden. Und zum Glück für uns, sonst hätten wir hier bestimmt kein Neandertal-Museum, wenn der jetzt Gibraltar-Mensch heißen würde. Was ja ganz toll ist, dass jedes Jahr Tausende von Menschen kommen, insbesondere Schülerinnen und Schüler, die sich das vor Ort ansehen können. Und ich freue mich, wenn ich mit meinem Enkel hier mal hinfahren kann. Der ist dann sicherlich auch ganz begeistert, weil gerade Kinder sich für so etwas ja sehr interessieren. Ja, und deshalb haben wir auch gemeinsam das Bonner Museum und wir gemeinsam ein inklusives Kinderbuch auch geschrieben und das auch in diesem Jahr herauskommen wird. Also durch die Zusammenarbeit ist eigentlich die Werbung für den Neandertaler noch größer geworden. Ja, herzlichen Dank. Dann begeben wir uns jetzt mal nach Bonn. Jawohl. Gute Reise. Also das war doch eine super Idee, damals die Knochen zu kaufen, um sie dann auf die richtige Rheinseite zu bringen. Also, ja, das ist im Grunde wie früher beim Reliquienhandel. Von jedem Heiligen konntest du einen Fingernagel kaufen oder einen Splitter vom Knie oder sonst was. Ja.
Aber Hermann, wer kommt heute schon noch wegen dem Fingernagel von der heiligen Helena ins Bonner Münster? Weißt du doch. Die Knochen vom Neandertaler dagegen, die sind doch ihr Geld wert. Die sind jetzt der Publikumsrenner im Rheinischen Landesmuseum. Dafür haben die doch jetzt extra umgebaut. Das müssen wir uns angucken. Du. Ich finde, das Landesmuseum sollte mal dran denken, Knochensplitter vom Neandertaler als Andenken an Touristen zu verkaufen. Wäsche. Schön verpackt in so kleine silberne oder goldene Döschen. Ach, so viel Splitter haben die doch gar nicht, Hermann. Müsst ja nicht original sein, merkt doch keiner. Stimmt. Irgendwelche Knochen findet man überall. Die Kölner haben früher auch die ganzen Friedhöfe geplündert und sind damit reich geworden. Wir müssen auf jeden Fall hier oben noch mal dran und dann... Oh, Moment, Moment, Moment. Kann ich Ihnen helfen? Weil eigentlich ist hier noch Baustelle. Ja, wir sind hier verabredet mit der Direktorin, mit der Frau Dr. Ilsberg, okay. Und mit, den Herrn, mit dem Herrn Schmitz. Ah, wenn das so ist. Aber vor allen Dingen mit dem Neandertaler. Ja. Na ja, dann, wenn das so ist, herzlich willkommen und hereinspaziert zu Ihrem Treffen mit dem berühmtesten Rheinländer. Ja, herzlichen Dank. Oh, hier ist aber noch Baustelle. Aber Eröffnung ist ja erst morgen. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt, wie er aussieht, du. Vielleicht komplett mit Klamotten wie der Ötzi. Guck mal, Hermann, nur die Knochen, ganz ohne Klamotten. Ah, guten Tag, meine Herren. Oh, verdammt. Ja. Waren das jetzt ein oder zwei Fingerknochen? Ich habe 10 Fingerknochen gefunden bei neuen Grabungen. Ich meine doch meine, die sie mir eingeklemmt haben. Oh, aber herzlich willkommen. Ja. Sagen Sie mal, Sie haben also nur so ein paar Fingerglieder vom Neandertaler und den Rest denken Sie sich so zusammen? Oder? Naja, ein bisschen mehr als 2 Fingerglieder oder 10 Fingerglieder sind es ja schon. Wir haben die Schädelkalotte, also das, wo das Hirn gewesen ist. Wir haben auch von den Großknochen, Oberschenkel und so vieles. Aber Sie haben recht, wir sind da so ein bisschen wie kleine Hobby-Gerichtsmediziner. Wir rekonstruieren aus dem, was da ist, aus der DNA, aus der Knochenstruktur, aus der Anatomie, einen Menschen, der quasi unser Vorfahr ist. Und er ist unser wichtigstes Forschungsobjekt. Wir finden alle Wochen, alle Monate, alle Tage immer wieder neue Erkenntnisse. Und wir wissen mittlerweile auch nicht nur, wie er ungefähr ausgesehen hat, sondern wir wissen auch, was für ein tolles soziales Wesen der Neandertaler war. Vielleicht sogar ein bisschen netter als der Homo sapiens. Das ist gut möglich, ja. Ja, und wenn Sie sehen, wir haben ja überall an den Knochen so rote Pfeile. Und das sind die Knochen, die nicht ursprünglich 1856 gefunden worden sind, sondern die sind in 2 großen Grabungen, 97, also 1997 und 2000, entdeckt worden. Und hier, unser junger Nachwuchswissenschaftler Ralf Schmitz, ist der, der damals diese Grabungen wie so ein Detektiv in Gang gesetzt hat. Und das war damals eine wissenschaftliche Sensation und ehrlich gesagt eine Story wie in einem Hollywood-Film. Erzählen Sie doch mal, Schmitz. Ja, man hatte ja dieses zerstörte Neandertal durch den Steinbruchbetrieb total verwüstet und da wusste eigentlich niemand mehr, wo diese Fundstelle lag. Und mein Kollege Jürgen Thyssen und ich, wir haben uns dann auf die Spur gemacht, alte Fotos gesichtet, alte Malereien, Skizzen, Kartenausschnitte, gab wenig Material und hatten dann so eine Fläche zur Verfügung von der Größe eines Fußballfeldes. Da haben wir dann Suchgrabungen gemacht mit dem Bagger. Durfte ich zum ersten Mal selber Bagger fahren, hat richtig Spaß gemacht. Und dann haben wir die ersten Fundstücke entdeckt und da war klar, wir haben die Fundstelle des Neandertalers wiederentdeckt. Das war ein Gefühl wie Weihnachten und Ostern auf einem Tag. Und das kann man demnächst alles hier sehen. Sie sehen ja, wir sind noch ein bisschen in der Vorbereitung, wir sind noch nicht ganz fertig. Wenn es Sie noch mehr interessiert, dann würde ich sagen, gehen Sie doch schon mal durchs Haus. Da gibt es auch schon einige neue Dinge zu sehen oder auch alte. Und wir machen dann weiter und dann können wir Ihnen nämlich nachher gleich unseren Neandertaler vorstellen, wie er wirklich ausgesehen hat. Das ist die absolute Sensation. Ja, herzlichen Dank. Ja, bis gleich. Dann schauen wir mal. Bis gleich. Ich habe mich gerade gefühlt, genau wie in der Severinskirche. Weißt du, wo dieser Rundgang ist, wo man unter dem Sarg durchgehen muss, um ein bisschen von der Aura vom heiligen Severin mitzukriegen. Ich glaube, ich habe hier auch so einen Hauch gespürt. Fritz, doch. Das war die Lüftung. Ach was, nein. Ach nee, da, guck mal, das kannst du ja gar nicht spüren, weil der Neandertaler ist ja benannt nach dem Pastor Neander. Ja? Und der war Protestant. Bitte? Ja. Ja, und die Protestanten, die waren ja gegen den Reliquienhandel. Die haben ja nicht daran geglaubt. Also diese Knochen dürfen für die Protestanten überhaupt nichts ausstrahlen. Protestant? Ja.
Aber ich meine, aber das geht doch gar nicht, denn dann müsste doch der Neandertal als Rheinländer müsste doch da eigentlich nach einem Katholiken benannt sein. Das ist doch, wenn er das wüsste, das wäre doch eine Qual für den. Der dreht sich doch im Sarg rum. Der hat ja doch nicht mal einen Sarg, nur diesen Schneewittchen-Sarg da. Ja, noch schlimmer, das ist doppelt blöd für ihn. Dann können ihn alle noch dabei zugucken. Also Fritz, wenn ich so eine Treppe nur sehe, kriege ich schon Rückenschmerzen, weißt du. Aber nehmen Sie doch den Aufzug, ist ganz neu, extra für Sie. Das ist eine Idee, vielen Dank. Bitte schön. Vielen Dank, aber ich brauche es noch nicht. Ach so, komm. Ja, komm. Das ist doch, warum muss der Mensch unbedingt aufrecht gehen? Auf allen Vieren wäre das viel leichter. Ach komm, du auf allen Vieren wärst als Neandertaler verhungert. Eine Unverschämtheit. Ach komm. Muss man von so einem alten Sack doch nicht sagen lassen. Das musst du gerade sagen. Ach. Sehr arbeitnehmerfreundlicher Betrieb hier. In anderen Museen müssen die Leute den ganzen Tag auf dem Sockel rumstehen und hier dürfen sie einfach rumlaufen. Nicht alle. Ach, guck mal. Vor 14.000 Jahren haben sich die beiden schon bestatten lassen, zusammen mit ihrem Haushund. Das gibt's doch. Heute ist das gar nicht mehr zulässig. Jede Menge Grabbeigaben. Kannst du mal sehen. Was haben wir denn da? Penisknochen eines Braunbären. Da haben die sich das Sexspielzeug noch mit ins Grab genommen, damit sie oben im Himmel was Spaß haben. Typisch Rheinländer. Fundort Bonn-Oberkassel. Schon wieder rechte Rheinseite. Die müssen damals noch viel Spaß gehabt haben. Interessant. Das sind die Reste von einem Grillabend von vor über 2000 Jahren, denke ich mal. Guck mal, hier ist ein Bierfässchen, so 25 Liter, denke ich mal. Und da hinten der Schieber vom Pizzaofen. Und den haben sie im besoffenen Kopf im Ofen stecken lassen, deswegen ist der angekokelt. Pizza, schon vor über 2000, da gab es noch gar keine Tomaten. Und trotzdem schon Pizza. Es hat sich nichts geändert. Ja, hier, Helm, Panzer, Beinschiene, alles Krieg immer, Krieg. Hier auch, schon wieder Krieg, aber das ist doch gleich was ganz anderes, oder? So schön bunt, vorhin, die Sachen waren doch alle, die alten Steine und alles so grau und schwarz, aber hier, Krieg ins Farbe ist doch gleich was ganz anderes, oder? Aber die haben ja sowieso alles hier hängen, noch die ganzen rheinischen Expressionisten, alles in Farbe. Hier, guck mal, das... Thank you.
ein ganz wichtiger Stein. Das ist der Beweis, dass die Varusschlacht wirklich stattgefunden hat. Früher brauchte man einen Stein, heute reicht eine Mail. So ein Aufzug ist manchmal doch ganz gut. Ja, da hast du recht. Ich muss an die frische Luft. Ah, großartig, guck mal. Guck, ne, also, so habe ich wohl noch nie gesehen. Allein dafür lohnt es sich schon, das Museum zu besuchen. Ah ja, das ist quasi die Freilichtabteilung vom Museum. Ja. Da kann man sich richtig vorstellen, wie die alte Stadtmauer das alles umringt hat. Und heute ist die Stadtmauer hier abgelöst worden von der Reuterstraße. Und so fest kann eine Grenze, also als Grenze, kann eine Stadtmauer gar nicht gewesen sein. Und am Ende, wenn man so will, steht dann diese Festung, diese Betonwüste, das Landesbehördenhaus. Ja, Wahnsinn. Ach guck mal, da ist ja der Herr Oberbürgermeister. Ah. Ja, guten Tag, Herr Oberbürgermeister. Herzlich willkommen. Schönen guten Tag, die Herren. Welche Bedeutung hat für Sie das Landesmuseum in Bonn? Also für mich ganz persönlich hat es die Bedeutung, dass ich als Kind schon hier war, mit unseren Kindern hier war und ich hoffentlich irgendwann mal mit meinen Enkeln hierher kommen kann. Und aus Sicht des Oberbürgermeisters muss ich sagen, es ist kein städtisches Museum, aber es ist ein Museum, das wir aus unserer Stadt gar nicht mehr wegdenken können und wegdenken wollen, weil es erstens seit 200 Jahren hier ist. Die Römer kann man hier sehen, natürlich den Neandertaler, der schon lange vor den Römern ein bisschen weiter auf der falschen Rheinseite war. Das Mittelalter ist hier dargestellt, die christliche Kunst ist dargestellt und es geht eben bis in die Zeit heute. Und deswegen kann ich nur jedem und jeder empfehlen, hier mal herzukommen, sich das anzugucken und am besten die Familie und Freunde mitbringen. Allein schon der Blick auch, ne? Das finde ich so großartig. Also das hat man ja ganz selten. Aber gut, eins muss ich dabei sagen, den Rhein sieht man leider nicht von hier aus. Aber wir wissen ja, wo er herfließt. Ja, wir ahnen es da hinten. Vorm Siebengebirge muss es sein. Das könnte man auch vom Dach der Beethovenhalle natürlich besser, wenn sie fertig wäre. Ne? Das hat ja einen Nachteil, dass hier, er musste ja quasi Beethoven seinen 250. Geburtstag mehr oder weniger ins nächste Jahr verlegen. Ne? Ich meine, wir haben ja hier den jungen Ludwig von Beethoven. Ich weiß nicht, ob er tatsächlich jünger als 22 war. Mit 22 ist er ja von Bonn nach Wien gezogen. Ja. Aber 1820 war er ja in Wien und 1820 ist hier das Rheinische Landesmuseum gegründet worden. Und ich bin sicher, er hat das in irgendeiner Weise erfahren über den Briefwechsel, den er gemacht hat. Und er war ja immer mit seiner Vaterstadt, mit seiner Geburtsstadt verbunden. Herzlichen Dank. Ja, ich danke Ihnen und wünsche Ihnen noch viel Vergnügen hier im Rheinischen Landesmuseum. Ja, Ihnen auch. Dankeschön. Sag mal, das Beethovenfest hättet ihr doch hier feiern können, im Museum. Der Veranstaltungssaal ist doch lange fertig. Stimmt eigentlich, ja. Kann ich Sie mit nach unten nehmen? Ja, oh, gerne. Gern. Ja. Jetzt, du musst aber Treppe gehen. Wieso? Wegen Corona. Ja, und? Ach so, entschuldige. Ja, gut, naja. Dann, aber hier ist ja noch einer. Oh, hallo. Gute Idee, das mit den wandelnden Statuen. Obwohl, das passt doch überhaupt nicht zusammen. Der Helm und das Tuch da. Hallo? Corona. Bitte? Corona. Ach, wegen Corona. Ach so, ja, jetzt verstehe ich, natürlich. Aber so ein Helm als Mund-Nasen-Schutz? Ist doch auf Dauer was schwer. Ich möchte ja nicht ständig mit in den Supermarkt. Herr Althoff, ich finde es ja sehr mutig von Ihnen, dass Sie als Baudezernent diese alte, antike Tradition wieder aufleben lassen. Früher musste sich ja der Bauherr, also der Architekt, der, der,
Er musste sich ja bei der Einweihung der Brücke da drunter stellen, um zu gucken, nee, ob das... Und aber hier müssen Sie keine Angst haben, oder? Ich habe keine Angst. Ich habe vollstes Vertrauen in die Fähigkeit meiner Kolleginnen und Kollegen. Mit dieser Aufzugsanlage als zentralem Erschließungsteil haben wir eine wesentliche Voraussetzung geschaffen, um hier ein Museum für alle auszugestalten. Und dazu gehört natürlich auch die Barrierefreiheit. Die haben wir uns hier nochmal unter der baulichen Situation nochmal überprüft, haben uns das nochmal genau angeguckt. Und dabei ist unter anderem eben halt auch dieser Aufzug herausgekommen. Und diese Barrierefreiheit in den Liegenschaften ist eine wesentliche Aufgabe, die der Landschaftsverband hat mit seinem Baudezernat. Wobei wir dann natürlich nicht nur unsere Neubauten im Fokus haben, sondern wir haben auch oder wir schauen auch auf die Bestandsgebäude und hinterfragen uns da auch immer wieder, was können wir verbessern, um Qualität für die Menschen hier im Rheinland zu schaffen. Ja, dann viel Spaß, ne? Ah, Frau Karabatsch, wir dürfen ja nicht anders. Sie als Kulturdezernentin des Landschaftsverbands hatten doch bei der Konstruktion auch ein bisschen die Finger drin, oder nicht? Ja, durchaus, denn der Anlass hat sich ja quasi über 200 Jahre lang entwickelt und es war durchaus absehbar, dass das Jubiläum im Jahr 2020 auch tatsächlich stattfinden wird. Und so haben wir uns bei Zeiten auf den Weg gemacht, in entsprechenden Teams und in entsprechenden Runden eine Neuausrichtung des Hauses vorzubereiten. Und Neuausrichtung heißt, Struktur und Präsentation des Hauses vom Kopf auf die Füße zu stellen. Und so erwartet sie demnächst die Schädelkalotte des berühmten Neandertalers direkt unten im Erdgeschoss, umgeben von vielen anderen wichtigen Zeugnissen der Menschheitsgeschichte. Und von dort aus entwickelt sich der rote Faden im Haus chronologisch. Das heißt, auch die schwierige Struktur dieses Hauses wird dadurch besser vermittelbar. Da seid ihr ja. Ich bin schon länger hier unten. Ich sag dir, ohne den Aufzug hätte ich wieder Rückenschmerz. Ja, und deshalb haben wir uns vorgenommen, Barrierefreiheit im ganzen Haus. Und es gelingt nur in einem konstruktiven Zusammenspiel von Bauen und Vermittlung. Und das bedeutet, dass neben den bautechnischen und entsprechend methodischen Möglichkeiten eines barrierenfreien Zugangs auch die entsprechenden Vermittlungsformate und Angebote vorhanden sein müssen. Und das Ganze stellt sich dann da in einer neuen Philosophie zur Inklusion. Und diese wiederum muss entsprechend ganzheitlich und konsequent auch umgesetzt werden. Genau. Das Konzept folgt dann auch der Grundidee Design für alle. Das heißt, Leitsystem, Präsentations- und Vermittlungsmedien richten sich an alle Besucherinnen und Besucher gleichermaßen. Ja, und deshalb sind wir äußerst gespannt, wie Ihre ersten Erfahrungen hier mit dem neuen Angebot in unserem Hause sich ergeben werden. Und wir wünschen Ihnen bei Ihrem weiteren Rundgang viel Vergnügen. Ja, herzlichen Dank. Spaß. Wir haben ja schon viel unternommen mit dem Fahrstuhl. Auf jeden Fall haben wir Erfahrung mit dem Fahrstuhl in der Römerzeit. Ne? Vielen Dank. Später. Ja. Gut. So voll sind die Wände im Moment noch nicht. Also Fritz, man muss ja nicht jeden Müll, den man sammelt, an die Wand hängen, so wie du. Weißt du, dein ganzer Flur steht voll mit solchen Stapeln voller Zeitungen. Moment, man kommt aber noch durch, wenn man sich bemüht. Das ist es doch. Weiße Wände können durchaus erholsam sein. So. Ah. Ja, Frau Henk-Holstein, Frau Lobeck, wir haben uns ja gerade diese Neugestaltung hier im Museum angesehen. Also wir sind ganz begeistert. Hier, manche Wände sind noch in Erwartung der Zeugnisse der rheinischen Geschichte, die da verewigt werden sollen. Aber immerhin, da sieht man ja eine Investition in die Zukunft. Und Sie haben ja auch eine große Rolle dabei gespielt. Schließlich müssen Sie als Vorsitzende der Landschaftsversammlung das Ganze auch politisch absegnen. Ja, das ist die Aufgabe.
des Landschaftsverbandes Rheinlands bzw. seines politischen Gremiums, der Landschaftsversammlung und dem Landschaftsausschuss, dieses Haus auch zukunftsweisend entsprechend auszustatten. Und das bedarf natürlich auch entsprechender finanzieller Mittel, die wir dafür bereitgestellt haben. Und ja, und jetzt sind wir in Erwartung, wie es denn werden wird. Das Landesmuseum Bonn ist ja ein besonderes Haus, das im Rheinland eine besondere Rolle spielt. Und wir sind uns dieser Verantwortung durchaus sehr bewusst. Liebe Frau Lubeck, wie ist das? Museumsbesucher kommen ja nicht immer freiwillig. Ja, es ist ja meistens so, die Frau sagt, also jetzt lass uns mal ins Museum gehen. Und dann muss der Mann mit. Nee, was soll er sonst machen? Und die Kinder müssen auf einmal ihre Ballerspiele auf dem Handy unterbrechen. Also wie machen Sie so einen Museumsbesuch interessant? Der muss einfach das bieten, was dieses Museum hat. Was ist das? Vielfältigste Kultur- und Kunstangebote. Da ist für jeden was dabei. Und so richtig gut gemachte Ausstellungen. Ja, eigentlich so thematische Erlebniswelten, die Bildung im wohlmeinendsten, genussvollsten Sinne vermitteln. Apropos Genuss. Wir können natürlich nicht nur den Bildungshunger stillen, sondern wir sorgen auch für das leibliche Wohl. Hier gibt es eine tolle Gastronomie. Und das Ganze mitten in Bonn, also ein attraktiver Ort mit extrem hohen Wohlfühlfaktor und einem beeindruckenden Ambiente. Ja, aber dennoch, sagen wir, der Mann, der den Museumsbesuch missbraucht, um sich dann doch nur im Restaurant aufzuhalten, sagen wir so. Wie holt man ihn dann wieder raus? Also, dass er seinen, soll ich mal sagen, doch etwas engen Begriff vom Kulturgenuss etwas erweitert. Also, wie kriegt man ihn über die Schwelle wirklich rein? Also, wie kriegt man ihn davon überzeugt, dass ein Museum auch für ihn gebaut ist? Da sind natürlich einmal die Formate. Geschichte muss lebendig vermittelt werden. Da braucht es letztlich moderne, zeitgemäße Präsentationsformate und auch Vermittlungstechniken. Unser Haus, und das sollte jedes Museum sein, wenn es Besucherinnen und Besucher haben möchte, muss sein ein Ort der Begegnung. Das muss spannend sein, das muss lebendig sein, da muss was los sein, das muss interaktiv sein. Ja, und natürlich barrierefrei. Ein Museum für alle, voll inklusiv. Und vielleicht noch einen Aspekt, den ich bei unseren Häusern ganz, ganz wichtig finde. Unsere Häuser sind auch alle sozial. Jeder, der Sozialleistungen von uns erhält, alle Geflüchteten, alle Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren, für die gilt Eintritt frei. Und gerade für die Kinder und Jugendlichen. Da machen wir ganz gezielt Angebote, um so den Appetit auf einen Museumsbesuch zu wecken. Wir setzen da ein Stück auf die Nachhaltigkeit, auch der Bindung an unsere Häuser. Und glauben Sie mir, dann wird da schon was mit dem Museumsbesuch und das ist ein Highlight. Ja, liebe Ulrike, vielleicht darf ich da gerade noch ein, zwei Sätze zu ergänzen. Wir denken natürlich nicht nur an die kleinen und heranwachsenden Menschen, sondern Kultur bedeutet für den Landschaftsverband Rheinland natürlich Kultur für alle. Kultur ist Teilhabe, Kultur auch Inklusion. Und insofern ist das Landesmuseum für uns ein Museum, das für alle da ist und damit auch sicherlich zur Demokratie beiträgt. Vielen Dank. Dankeschön, sehr gern geschehen. Vielen Dank. Danke Ihnen. Da konntest du mal hören, was ich mir immer für Gedanken mache wegen meiner Sammlung im Flur. Was du dir für Gedanken machen solltest, ist endlich mal alles wegzuschmeißen. So ist gut, jetzt könnt ihr ihn bringen. Vorsicht. Da kommen wir genau rechtzeitig. Das ist der nachgebaute Neandertaler. Ach, gut, dass der Transport überhaupt geklappt hat. Ne? Ja. Haben Sie nicht Schiss gehabt, dass er unterwegs geklaut wird? Ist das schließlich unser berühmtester Vorfahre? Ja, wobei das ist ja die Rekonstruktion. Aber bei dem Original habe ich öfter mal schlaflose Nächte. Denn der wird ja oft ausgeliehen und manchmal müssen wir ihn auch selber irgendwo hinbringen. Und meine schlimmste Nacht habe ich verbracht, als ich ihn ganz am Anfang meiner Arbeit hier am Museum nach Remagen bringen sollte, zur Untersuchung im Computertomographen. Da hat man mir nämlich nur einen Koffer in die Hand gedrückt und Wagenschlüssel vom Dienstwagen und hat gesagt, fahren Sie mal nach Remagen. Und da habe ich gedacht, nee, um Gottes Willen, ich werde überfallen und dann bin ich ihn los. Und dann habe ich einen guten Freund angerufen, der hat ein Geldtransportunternehmen. Und dann habe ich gesagt, du musst mir mal helfen, ich habe aber kein Geld. Schick mir mal morgen einen von deinen Autos.
hat er gemacht, hat seinen Leuten aber nur gesagt, ihr müsst den Neandertaler von Bonn nach Remagen bringen. Und die saßen im Auto und haben gedacht, das wäre versteckte Kamera. Ja, und wir haben ihn dann tatsächlich mit so einem Geldtransporter nach Remagen gebracht. Und dann haben wir im Computertomographen tolle Sachen entdeckt über seine Geschichte, über seine Knochen. Das zeige ich euch jetzt mal, denn der Neandertaler war im Grunde genommen einer der ersten Behinderten, die wir persönlich kennen. Ah, sehr interessant. Bin ich gespannt. Ach, Herr Lüttke, Sie sind schon da. Das ist ja eine große Freude, hallo, dass ja. Die UNESCO uns hier besucht. Haben Sie schon unsere neue Rekonstruktion des Neandertalers gesehen? Ist sie nicht fantastisch also geworden? Also ich habe die Rekonstruktion gesehen, bin ganz beeindruckt, habe aber auch an dem Display schon gespielt, bin auch ganz beeindruckt. Und ich muss sagen, diese Ausstellung, wie das ganze Haus, ist spannend gemacht. Und ich finde, damit knüpft im Grunde das Museum mit der heutigen Ausstellung an das an, was vor 200 Jahren galt bei der Gründung dieses Hauses. Ein Bildungsort zu sein für eine breite Öffentlichkeit, ganz kleine Menschen, die gerade zur Schule gekommen sind, aber auch ganz alte, so wie ich, die schon silberne Haare haben. Also in allen Lebensaltern zu sagen, ich gehe hierher und erfahre etwas Neues. Und das ist das Stichwort lebenslanges Lernen. Ja. Das ist ein zentrales Stichwort auch für die UNESCO, die sich bemüht, weltweit die Gegebenheiten zu schaffen, dass Menschen überall ein Leben lang lernen können, sich weiterentwickeln können, um auf dem Wege auch zurechtzukommen. Und darum sagt die UNESCO, ja, das ist ein gutes Beispiel. So entwickeln wir Bildung für nachhaltige Entwicklung gegenüber einer großen Öffentlichkeit. Darum sind wir gerne mit diesem Haus zusammen. Ja, vielen Dank nochmal für die Schirmherrschaft und die Unterstützung. Und jetzt frage ich Sie beide mal, wie gefällt Ihnen denn der Neandertaler? Großartig. Also sehr überraschend, vor allen Dingen so lebensecht, muss ich ehrlich sagen. Cool. Wenn man genau hinguckt, also für mich hat er Ähnlichkeiten mit dem Beethoven. Also vielleicht hat der Beethoven viel von diesem Genmaterial übernommen. Und vielleicht kommen die gar nicht aus Holland, die Beethovens, sondern aus dem Neandertal. Ist ja die ähnliche Richtung von hier aus. Ne? Ja, womöglich ist es auch dann kein Zufall, dass wir 250 Jahre Beethoven feiern und dann auch 200 Jahre Rheinisches Landesmuseum, LVR-Museum hier in Bonn, ne, mit dem Neandertaler. Ja. Ne, also, und deshalb wünschen wir natürlich auch nochmal quasi herzlichen Glückwunsch an Sie und wünschen eine wunderschöne Eröffnung. Und, Dankeschön. Tja, ist ja toll, was das Museum zur Neueröffnung zu bieten hat. Einen fast lebendigen Neandertaler, Inklusion und Barrierefreiheit. Stimmt. Barrierefreiheit ist für uns sehr wichtig. Weil Barrierefreiheit bedeutet für uns in Zukunft auch den freien Zugang zum Museum. Aber Barrierefreiheit ist nicht alles. Das heißt ja nur, dass man kommen kann. Aber man muss auch kommen können wollen. Und deswegen kommet zuhauf. Ja, und schaut in den Spiegel eurer eigenen Geschichte. Auf bald! Was meinst du, wenn ich mal nicht mehr bin, kommen dann meine Knochen auch hier ins Museum? Ja, dann darfst du dich natürlich nicht verbrennen lassen. Oh, stimmt. Mein Gott, dann muss ich am Ende gut auf meine Knochen aufpassen.